Willkommen zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth. Wir wissen inzwischen, dass in diesem Gebiet hier irgendwo ein Datenfresser rumläuft. Dann schauen wir mal, ob wir den finden können. Ich brauche eine Chipkarte, um durch die Sperre zu kommen. Ernsthaft? Das hier ist gerade ein Datengemisch mit menschlicher Welt verquer. Warum können wir denn nicht einfach drüber klettern? Das hier ist keine solide Wand. Willst du mich verarschen, Spiel? Okay. Ich schätze, dann waren wir doch nicht direkt vorm Bosskampf. Dann müssen wir uns wohl noch hier vorne eben schnell umgucken. Da gibt es noch zwei Kisten, wie es aussieht, und einen komischen Ball. Nochmal Gotsumon und Doraemon. Ja, die kriegen wir down. Ich bin mir relativ sicher, die kriegen wir down. Wastmon, du kriegst mal Gotsumon down. Zack, wir haben ja auch nur mal eben noch drei Züge, bevor hier irgendwas passieren kann. Mach doch einfach mal Blitzpfote. Wir haben keine große Effektivität gegen das Viech. Zack, weg. Ich glaube zwar, dass Arata die Chance gehabt hätte, das Viech mal eben in den Boden zu rammen, weil er auch ein Virusviech mit sich rumschleppt. Leider lässt er sich häufig dazu hinreißen, irgendwelche statusverändernde Moves zu machen. TP-Kapsel B erhalten. Okay. Was ist das hier? Schau mal ein Encounter. Okay. Attacke. Zack, Angriff. Ah, nicht gekillt. Ich bin beeindruckt. Na gut, dann muss Gatomon den halt killen. Jesus, ernsthaft. Okay, dann muss Geogremon den halt killen. Hey! Das war immer unnötig. Na gut, dann nehmen wir halt irgendwie... Boah, 104 Schaden auf unseren Partner, Digimon. Da kriegt ja direkt mal einen Lachangriff ab. Ist überhaupt nicht so effektiv. Welche Typus ist der denn? Der ist doch Virus, oder nicht? Hä? Das Viech soll ein Datei-Digimon sein? Das wundert mich jetzt doch enorm. Weird. Das muss ich aber bei Gelegenheit mal nachgucken. Okay, das Ding hat sich auf jeden Fall verzogen. Chipkarte erhalten. Okay. Jetzt haben wir sie. Und noch ein Speicher. Mensch, jetzt kriegen wir die Dinger aber nachgeworfen. Das ist halt in der letzten Zeit sind davon jetzt mal eben schnell drei aufgetaucht. Und Gruppenspeicher auf 40 gestiegen. Cool. Ja, ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Sowas akzeptiere ich auf jeden Fall. Dann gehen wir doch jetzt mal die Chipkarte hier vorne einsetzen. Und dann sind wir vielleicht kurz vor dem Bosskampf. Doraemon schon wieder mit Gotsumon. X-Frost Chain Attack Combo. Mit allen. Ja, hau raus. Alle sehr effektive Attacken. Totale Vernichtung. Ging ja auch nicht anders. Jetzt dann haben wir das Gotsumon da lang sauber stetig runter. Wir könnten Mega-Explosion oder einen schweren Schlag benutzen oder so. Machen wir einen schweren Schlag drauf. Vielleicht kriegt unser Kollege den ja dann sogar down. Mit einem Lachangriff, ja, das müsste eigentlich passen, ne? Entweder haben Partner-Digimon keine Effektivitäten, das kann ich mir aber kaum vorstellen. Oder das Viech ist echt ein Datei-Digimon. Weird. Weird. Naja, nix wie durch da. So, hier, wir haben jetzt eine Chipkarte, die total notwendig war, um durch diese locker 30 cm hohe Sperre durchzukommen. Okay, hier dürfen wir nochmal ins Lab rein, für den Fall, dass wir Heilung brauchen. Also, das ist jetzt der letzte Warnpunkt, schätze ich. Wollen wir das Team ändern? Wir haben einen Speicher abgekriegt hier vorne. Vielleicht wollen wir das Team wirklich ändern, ne? Ach, Ankylomon. Davon hätten wir auch eins. Es ist... frei von irgendwelchen Typen. Wir bräuchten... Das ist wieder die Geschichte mit Erde, ne? Also wir bräuchten immer noch einen Windmove. Wir müssen echt mal irgendwas mit Wind mitnehmen. Wir haben dauernd irgendwelche Gegner, die windanfällig sind. Und nie einen Windmove dafür. Wahrscheinlich, wenn ich mir irgendwann mal einen besorge, der jetzt wirklich einen Windmove dauerhaft hat, dann haben wir keine Gegner mehr, die es brauchen. Zerstörungskanone! Eins. Did. Irgendwie kriegt Arata die ganzen Gills. Wo ist es denn? Ach da. Irgendwie schwebt da dieses Access Point, aber ich habe das eigentliche Terminal nicht gesehen. Gut, dann haben wir wieder 6 freie Punkte. Das heißt, wir können uns einen Sechser mitnehmen wie Frigimon oder Ankylomon oder... Wir nehmen Frigimon mit. Friggeli Frick. Friggeli Frum. Okay. Dann verwalten wir unser Team. Wenn wir das Viech schon mitnehmen können, dann wäre es vielleicht sogar sinnvoll, das zu benutzen, weil ich meine, der hatte ein statusveränderndes Ding. Ja, der hatte 10% Chance auf Betäuben, was gegen Bosse natürlich eigentlich super ist.
Und Sidramon hatte diese Heilgeschichte und Eisschleuder, was die Geschicklichkeit verringern kann. Dann kommen Frigimon, Sidramon und Gatomon in die Fronttruppe. Und ich möchte gerne, dass Gatomon in der Mitte steht, weil Gatomon definitiv VIP wird im kommenden Kampf. Ich muss sagen, dass ich dieses Spiel bisher noch nie durchgespielt habe, aber ich habe so ein paar Erfahrungen von außen mit, die ich in dieses Spiel nehmen kann und... Oh. Oh, ist das der Geist, von dem du geredet hast? Er sieht uns direkt an. Das ist das, was uns eingeschrieben wurde. Wurden wir schon wieder gehackt? Jetzt ist er einfach verschwunden. Na, Otaku. Lass den Quatsch. Weißt du, wer das war? Hast du eine Ahnung, wer es sein könnte? Naja, also wir wissen von einer Person, die genauso aussieht. Ich bilde mir nur Sachen ein. Das muss es sein. Da ist er. Das Viech, das uns unseren Körper gekostet hat. Verflucht, da ist er. Wenn die Theorie stimmt, dann kollabiert dieses ganze komische Phänomen, sobald wir den Schlinger erledigen. Ja, nicht wahr? Und dann? Was passiert dann mit uns, die im Phänomen drinstecken? Es muss sein, ich will hier weg. Nein, komm, es muss sein. Sonst kommen wir nie wieder zu unserem Körper zurück. Danke, dass du mir aus der Seele sprichst. Okay, auf geht's. Eine Kampfschnecke. Die erstmal die Daten konvergiert. Genauso wie beim letzten Mal auch. Angriff plus, Int runter. Okay, Gatomon. VIP-Attacke. 150 Fix-Damage. X-Ross-Damage-Up-Kombo. Sehr gut. Machen wir noch ein bisschen mehr Schaden mit unserem Fix-Damage. Und drauf da! Batz! 225 Schaden. Did. Erledigt. Diese Viecher haben enorme Verteidigungswerte, aber Fix-Damage ist extrem vernichtend für die Viecher. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es dermaßen vernichtend enden würde, aber ich wusste, dass Fix-Damage-Attacken vernichtend gegen die Viecher sind. Okay, wir haben Aura gelernt. Klingt cool, was macht Aura? Aura stellt wenige TP aller kämpfenden Digimon wieder her. Ah, wie nett. Außerdem Antipanik, außerdem nix. Aber Level Up fürs Team. Ja, das war doch ziemlich schön. Da bin ich glücklich mit. Ah. Weg ist es. Ausrufezeichen. Was passiert gerade? Habe ich das Gefühl, ich spiele hier dort Hack. Die Animationen sehen echt ähnlich aus an vielen Orten. Das hier ist Shinjuku? Schau an, der Alte hat also recht mit seiner Theorie. Jetzt wird er auch langsam verrückt. Na gut, wenn man sich schon die Infomon-Reihe als Partner-Digimon mitnimmt, ne? Ja! Die Verschlinger und der Geist des bleichen Jungen? Zum Schießen selten so gelacht. Und du bist die Krönung. Das ist ja nett, dass er sich so über uns amüsiert. Ein Cyberdetektiv? ich kann nicht mehr. Herrlich. Die Realität ist schon ziemlich langweilig. Kein Zweifel, aber was hier los ist, Wahnsinn. Aber zurück zur Sache.
Ich werde mich ein wenig eingehender mit diesen Verschlingern befassen und Suedo vielleicht bei seiner Forschung helfen. Ich weiß nicht, der Typ sah nicht unbedingt nach der Art Person aus, mit der man sich längerfristig einlassen möchte. Er hat etwas Interessantes an sich. Apropos, wo steckt er eigentlich? Ist er hier irgendwo? Naja. In gewissem Sinne ist er mehr Arbeit als der Verschlinger. Ich glaube nicht, dass du dich in diesem Dialog wirklich auf ihn, sondern auf sie bezogen hast. Also, danke, deutsche Übersetzer. Gut aufgepasst. Ich gehe jedenfalls. Du pass auf, dass du nicht verschlungen wirst, ja? Bis später. Jo, und tschüss, Arata. Bist vergiftet, du nicht gut! Weg ist er. Hm? Oh oh. Date erwischt uns. Hä? Ausrufezeichen? Was? Du entkommst mir nicht? Alle flüchten vor ihr. Ist der wichtigste Charakter des gesamten Spiels. Rennt allen Leuten hinterher. Sie ist dafür zuständig, dass Szenen beendet werden. Verstehe. Das war also das Chaos. Aber irgendwie ist das alles auch ein Glück. So sind Informationen, an die man über normale Recherche kaum rankommt, direkt vor unserer Nase aufgetaucht. Auch Detektive brauchen manchmal Glück. Wie sollen wir diesen Fall denn bezeichnen? Nennen wir ihn vorerst das Labyrinth von Shinjuku. Ich bin extrem gegen diesen Namen aus persönlichen Gründen. In volkstümlichen Geschichten ist ein Labyrinth oder Mayoiga Teil der Unterwelt. Ich bin immer noch aus persönlichen Gründen extrem gegen diesen Namen. Seelenwelt jenseits Land der Toten, jedenfalls eine Welt jenseits der unseren in einer Art anderen Dimension. Das muss diese räumliche Erscheinung in Shinjuku sein. Labyrinth ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es kommt ungefähr hin. Wow, echt? Tja, um mir davon zu erzählen. Im letzten Satz hat sie übrigens im Original gesagt, dass es keine bessere Bezeichnung dafür gäbe. Und im Deutschen steht dann da, naja, es kommt ungefähr hin. Läuft wieder. Die Idee stammt aus einer Erzählungssammlung von Kunio Yanagida, falls du dich mal genau damit befassen willst. Wichtig ist, dass diese Phänomene immer und immer wieder auftreten, ähnlich den Geschichten über Labyrinthe. In gewisser Hinsicht bin ich neidisch, dass du das erleben durftest. Parallelwelten gibt es also wirklich. Die digitale Welt. Digitale Welt? Wo hast du das denn gehört? Erzählen wir mal von Suedo, das wäre vielleicht nicht ganz so doof. Das habe ich in meinem Bericht schon genau ausgeführt, sagte ich. Verstehe. Nachdem du Nokia Shiramines Fall übernommen hast, bist du also direkt nach Shinjuku. Ach, das war mir entgangen. Ach, du behauptest, dass Digimon keine Programme sind, die Menschen geschrieben haben, sondern intelligente Wesen aus einer Parallelwelt. Natürlich glaube ich dir. Ich weiß praktisch nichts über die digitale Welt. Da ist ja auch Neuland.
Lassen wir das mit der digitalen Welt vorerst. Dieses Rätsel werden wir nicht sofort lösen. Reden wir nochmal über das Labyrinth von Shinjuku. Kurz bevor ich dich eingestellt habe, gab es einige ungelöste Fälle in Shinjuku. Dann hast du den Fall von Shinjuku aufgedeckt. Von dem mit dem Labyrinth mal ganz zu schweigen. Ich glaube trotzdem allem, dass dies alles durch Anomalien in der digitalen Wellen, in den digitalen Wellen entsteht. Diese digitalen Wellen werden an wichtigen Punkten in ganz Tokio instabil, nicht nur in Shinjuku. Da sich das nicht unmittelbar in unseren Alltag auswirkt, ignorieren wir es und denken, das liegt in der Fehlermarge. Das Problem ist nicht die zunehmende Instabilität, sondern die Ursache dahinter. Warum ausgerechnet jetzt? Ist die Natur oder menschliche Einwirkung verantwortlich? Sind Außerirdische oder Übernatürliches beteiligt? Das ist ein interessanter Fall. Wir sollten ihm weiter nachgehen. Ha, tun wir sowieso, gezwungenermaßen. Übrigens. Oh, nö. Während wir keinen Kontakt hatten, wollte ich meine Zeit nutzen und habe eine neue, besondere Kaffeemischung gezaubert. Ich wusste, du würdest mir Ergebnisse bringen. Das war eine einfache Schlussfolgerung. Oh. Du hast dich wirklich ordentlich ins Zeug gelegt. Du leistest bisher hervorragende Arbeit. Als Belohnung habe ich also was Leckeres für dich. Da habe ich mich auch angestrengt. Bin ich mir sicher. Ist ja nicht fantastisch. Sieht genauso schrecklich aus wie der letzte. Eine herrliche Komposition von Kaffee, Joghurt und in Soja gekochten Meeresalgen. Au. Du hast 1000 CDP erhalten. Ich schätze, wir haben unsere 1000 CDP auch direkt wieder verloren, nachdem wir den Kaffee getrunken haben. Ich habe in letzter Zeit keine Fälle angenommen. Ich nehme mir lieber ein paar vor, bevor mich Kyoko dazu zwingt. Ach ja, habe ich mir keine vorgenommen? Jesus, 11 Nachrichten, was zur Hölle. Vitamine war richtig, wir sind fantastisch. Okay, außerdem haben wir andere Nachrichten, schätze ich. Hey, könntest du die Polizei abschütteln? Du musst cleverer sein. Unglaublich, dass du zuerst weggelaufen bist und mich zurückgelassen hast. Ja, ehrlich. Sonstiges gibt's nichts. Wo sind denn die ganzen neuen Nachrichten? Wir hatten angeblich 11 neue Nachrichten. Oh, wie unfair. Keine Schule heißt keine Hausaufgaben, oder? Dein Glück. Mhm. Das war die eine Sache. Sakura redet nur noch von diesem Jimmy-Ken. Ist er wirklich so toll? Ich weiß es nicht. Magst du Jimmy-Ken, Ryota? Wir kennen den schon und wissen, der ist ein absoluter Drecksack, dem man eigentlich nicht begegnen möchte. Also, ist nicht so, dass wir es nicht wissen, aber wir haben keine richtige Antwort hierauf. Wir können nicht antworten, was wir wissen. Ich muss los. Ich habe bestimmt wieder einen Fall für dich. Wir sehen uns. Okay. Die Melodie von Jimmy Kens kurzlebiger Kolibri ist krass. Schon gehört? Ich will es gar nicht gehört haben. Ich kann auch nicht antworten. Vielleicht hat sie Jimmy Kens Songs gehört. Nicht ganz. Ich bin in was reingetreten und habe die Schuhe gewechselt. Lustig. Was? Gestern kam Sakura auf einmal zu spät zur Schule. Hast du eine Ahnung, wieso? Vielleicht hat sie Jimmy Kens Songs gehört und die Zeit vergessen. Nicht ganz. Ich bin in was reingetreten und habe die Schuhe gewechselt. Lustig. Wo ist der Zusammenhang?
Ha. Das waren schon mal alle neuen Nachrichten. Weird. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal ans Brett und schauen, was wir so zu tun haben. Es wurden 3 neue Fälle hinzugefügt. Ein blauer und 2 grüne. Schauen wir mal, was haben wir hier? Lebensgefahr, Klick, Zahnrad verloren, stirbt, oh ja, das ist ja nicht so wichtig. Dann hätten wir da noch eine Otamamon-Medaille und eine Gaumon-Medaille. Kowloon-Ebene 2, Sachsenforum. Ich habe im Sachsenforum was Wertvolles wollen. Ja, komm, das machen wir. Sachsenforum ist so ein Winzort. Eigentum von Otamamon. Ist doch hoffentlich ein Quest, der innerhalb von 10 Sekunden durch ist. Schwump. Sachsen! Romp. Hallo, Otamamon. Ach, du bist bestimmt wegen mir hier. Sei nicht schüchtern, ich bin echt charmant, sagt Otamamon. Also ich habe ein wertvolles Ding verloren und möchte, dass du es für mich findest. Ich habe es irgendwo im Sechsenforum verloren. Darauf kannst du dich verlassen. Ich irre mich nie. Wenn du es findest, belohne ich dich auf jeden Fall. Wenn du das machst, wäre das toll. Okay. Wir schauen uns mal eben um. Muss ja irgendwo hier sein. In der Ecke liegt's nicht. In der Ecke liegt's auch nicht. Dann kann's ja eigentlich nur hier irgendwo in der Ecke liegen. Wo ist es denn? Da ist es. Da blinkt's doch. Eigentum von jemandem erhalten. Okay, fertig. Wow, das ist wirklich gefunden, mein wertvolles Ding. Ich wusste gleich, dass du ein toller Detektiv bist. Eigentum von jemandem abgegeben. In deinem Büro wartet eine Belohnung auf dich. Hoffentlich denkst du immer an mich und unsere gemeinsame Zeit, wenn du es siehst. Du meinst unsere gemeinsame, ungefähre Minute, die wir für diesen Auftrag jetzt gebracht haben. Ja, ich bin mir sicher, da werden wir noch viele Male mit warmen Herzen dran zurückdenken, an diese Begegnung, die so ausschweifend und intensiv war. Ja. Lassen wir das. Klonk. Cool. Das Auffinden von verlorenen Items sind... Ja, das kennen wir doch schon. Standardtext ist ja schrecklich. Dann hätten wir da noch Eigentum von Gaumon in Kowloon Ebene 2. Die wir auch noch mal eben schnell machen können. Okay. Auf geht's nach Kowloon Ebene 2. Zup, zup. Ebene 2. Ist jetzt auch nicht so riesig. Da steht er auf jeden Fall schon mal. Mr. Gaumon. Wir könnten allerdings dann mal schnell zum Digilab rüber. Digilab! Hi, lange nicht mehr hier gewesen. Und kurz Digimon verschieben, dann... Ist zwar schade, aber dann verschieben wir Frigimon mal raus für Ankylomon. Soweit sehr gut. Gibt's irgendwas, das wir digitieren lassen möchten? Bukamon, also Siakomon, kann wieder digitieren und kann jetzt zu dieser komischen Schnecke werden. Dann schauen wir uns doch mal an, was diese komische Schnecke da... Ach, das ist Shellnomemon. Ach, naja, okay. Hallo Shellnomemon. Kann Erwachsenenhaufen. Physischer Angriff, 75 Erdschaden gegen einen Gegner, 30%ige Chance auf Int-Reduzierung. Sorgt dafür, dass Gegner mehr Beute zurücklassen. Naja. Auch nett zu haben, schätze ich. Ich meine, wir könnten es mitnehmen und so im Speicher mit uns rumschleppen. Einfach nur, damit wir den Effekt davon benutzen können, von Shellnomemon. Gatomon würde ich eigentlich weiter trainieren, wenn es irgendwie geht. Gatomon muss dann nochmal wieder eine Weile raus. Okay, des Weiteren. Wir haben ganz viele Mini-Digimon, wenn ich mich recht entsinne, die langsam auf ihre Level kommen. Hier könnten wir einen Gilmon draus machen. Da fehlt uns ein Item und der Fähigkeitswert. Da machen wir doch immer einen Gilmon draus. Zack, Gilmon! Oh. Dann Wanyamon kann zu... Ja, mich interessiert auch, was das ist. Was ist das für ein Digimon? Das ist... Kudamon. Ah, das ist Kudamon gewesen, den man hier so überhaupt nicht erkennen konnte. Tschisch. Ziemlich intelligent ist fähig. Okay, Zunomon, was ist mit dir? Könnte mal zu Goblimon werden oder unter anderem auch hier zu Wemon, denke ich mal. Fehlt uns aber Kameradschaftswert für...
Diktieren wir zu Goblimon. Go, Goblimon! Oh, gute Angreifer, recht hohe Verteidigung, aber dumm wie Brot. Dokumon, hast du schon irgendwas? Ja. Für Dokumon steht hier ein Weg offen. Zu Falcomon! Mit dem Ninja-Messer. Haben wir zumindest mal ein Windviech. So, sonst Solamon kann digitieren. Zwar zu Starmon, zu irgendeinem geflügelten Numemon. Zu was auch immer das ist. Oder ob es dazu Meramon, da fehlt aber Angriff für. Ich glaube, wir nehmen mal die Numemon-Form hier und gucken uns an, ob die auch irgendeinen nützlichen Effekt für uns hat. Es ist Giremon. Giremon erleichtert die Flucht aus dem Kampf. Naja, gut, das ist jetzt nicht so unnützlich. Kann den Hypergeruch. 70 Erdschaden gegen einen Gegner, 15% Chance auf Verwirren oder Lähmen. Das ist natürlich generell nicht schlecht. Angriffswert sonst ist eher durchschnittlich. Generell ist das ein ziemlich guter Effekt eigentlich. Über den man sich jetzt nicht zu sehr beschweren kann. Die Kackviecher sind in diesem Spiel gar nicht mal so übel, weil sie gute positive, gute negative Effekte besser gesagt haben. Wie sieht sonst hier so aus? Level 28, Level 26. Dauert also alles noch. 26, 30, ja. Gatomon bräuchte auch noch ein bisschen. Sidramon. Ha! Walmon? Ist das wie ein Ultra? Das wie ein Ultra-Level? Das sind die ein Champion-Level? Okay. Dann Kylomon. Ja, gut, den benutzen wir jetzt sowieso nicht so großartig. Shelnumemon, nur mal so aus Interesse. Nur Level 32. Für was auch immer das hier ist. Aha. Ich kann nicht erkennen, was das ist. Okay, außerdem 1000 neue Nachrichten. Behalte deine Beschwerden für dich. Mach keine Probleme, Cyberdetektiv. Okay. Nicht wahr? Sakura wollte, dass ich mal reinhöre, aber die Texte waren schlimm. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben ja kurzzeitig mal mit dem kommuniziert. Der Typ war auch verdammt schlimm. Na dann, verlassen wir das Digilab. Flump. Haben wir so ein komisches Ankylomon. Wir verändern erstmal das aktive Digimon-Team. Ich hätte lieber Geogrämon vorne drin und dann hätte ich auch lieber Wastmon vorne drin. Während er da hinten steht, sollten wir aber trotzdem in der Lage sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, okay, Ankylomon konnte doch nicht. Was brauchen wir denn zum Reduzieren von Begegnungen dann? Moment. Das muss ich jetzt nachgucken. Wo war das? Unter Spieler war das. Spieler, Hacking. Funktionsaufruf, Hochsicherheit. Ach, dafür brauchen wir ein Ultra-Digimon. Für, ein Digimon vom freien Typ auf Rookie oder höher. Das brauchen wir für Funktionsaufruf, damit wir die Gegner erzwingen können, zu uns zu kommen. Na toll. Hallöchen, Detektiv. Wie läuft's denn heute? Ist mir peinlich, das zuzugeben, aber ich habe irgendwo mein wertvolles Ding verloren, deshalb bin ich echt traurig. Frag, ob du suchen könntest. Ach, ich weiß nicht. Kalune Ebene 2? Wenn du es findest, gebe ich dem Gegenzug etwas Ausgefallenes. Was meinst du, bitte? Ja. Müssen wir ja. Wir haben den Auftrag ja angenommen. Okay, schauen wir erstmal hier vorne in dem Gebiet. Hier ist aber erstmal nichts Blinkendes auf dem Boden. Das heißt, wir müssen uns hier einmal in der Umgebung umgucken. Gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn wir einmal durch Kowloon laufen und Gaumon seinen verlorenen Gegenstand wiederholen. Und ich schätze, dann geht's weiter mit Story-relevanterem Kram. Bis dahin. See ya.